So, der Dicke und ich, wir bestellen jetzt Pizza. So, oh, da stehen zwei Telefonnummern. Eine davon ist unsere Vorwahl und das andere ist ein Fax. Ich weiß jetzt nicht, wie das gehen soll. Da kommt auf einmal so ein Blatt Papier rausgeschossen. Pizza bitte. Ich bestelle jetzt. Ich habe mir das extra auf so ein verknülltes Papier... Blatt Papier aufgeschrieben, eine Familienpizza Salami und ein Döner, oh, die Scheiße ist schon wieder ausgegangen, dann noch ein Döner mit Soße und mit Pepperoni, Hallo, ich hätte gern einmal eine Familienpizza Salami. Halb Salami, halb Schinken. Halb Salami, halb Schinken oder komplett Salami? Ja, links Salami und rechts Salami mit Schinken. Geht das? Ja. Gut. Und einmal Döner ohne Soße mit Pepperoni. Ohne Salat? Mit Salat, aber ohne Soße. Mit Pepperoni. Kurz mal. Yes. Bitte? Ja. Gehen Sie so 20 Minuten abholen, ja? Zum Liefern. Halbe Stunde, davor eine halbe Stunde. Ja, okay. Zum Liefern. Ja, tschüss, 20. Genau. Ja. Jo. Halbe Stunde, davor eine halbe Stunde, ja? Yes. Tschüss. Tschüss. So, wir hatten einen etwas inkompetenteren Mitarbeiter am Telefon, weil der war ja nicht so einheimisch. Ich sag yes, weil ja. Und er hat mich nicht verstanden. Ich hab da die ganze Zeit mit dem Gedanken gespielt, ihm einen Fax zu schicken. Pizza bitte! Mit dem Wort yes. Aber wahrscheinlich kann er auch nicht lesen. Der Tobi wollte das mit Schinken drauf machen. Ja, wir sehen uns dann gleich, wenn es die Pizza gibt. Unser Essen ist hier. Das ist für den Tobi. Das ist für mich. Oh, so, jetzt machen wir noch eine kleine Montage. Nutella and go. Das so. So. Wir sind heute hier an Halloween mit dem Halloween Special. Den hier kennt ihr vielleicht noch von dem Manchester. Und wir gehen heute rum und beklauen die Leute. Ui. Ich sehe auch da. Wusstet ihr nicht, dass ich das bin? Dieses Video ist gesponsert von... Ich kann nicht sehen. Von Maggi. Es ist würzig, gleichzeitig süß. Kauft Maggi! Oh! Maggi-Fix! Kauft jetzt 2 Maggi-Produkte! Hey, komm wieder her! Und gewinn 1 Brötchen von Rewe gratis! Bäh!
Aber nur für kurze Zeit. Hallo. Ha, der ist doch fett. Dick. Tobi ist in der Nacht. Was denn? Also, wir befinden uns hier auf dem Klettergerüst von einem Ort und also, es wurde hier staatlich aus Holz gebaut, weil dieses Dorf sich sonst nichts anderes leisten konnte. Hier sieht man es, mosches Holz. Ihr könnt auch hören, dass es nicht sehr stabil ist. Hier oben das wurde auch mit Holz gebaut, weil sie sich noch nichts anderes leisten konnten. Hier die Wackelbrücke, sie ist sehr wackelig, weil sie nicht staatlich gebaut wurde, sondern dass nur Amateure waren. Oh, mein Knie. So, hier oben das. Das wurde auch von Amateuren gebaut, wie dem Tobi. Ich sehe das. Und zum Ende hin gibt es hier noch eine, naja, etwas seilige Art runterzukommen. Ach ja, oder? Also, das hier ist der Baum des Jahres aus einem bestimmten Dorf. Ich sag's jetzt nicht, aber das ist der Baum des Jahres und der Baum aus diesem Jahr, der gekrönt wird, ist dieser. Ist jetzt Baum des Jahres. Und wie geht's dir so heute an diesem wunderschönen, regnerischen, wolkigen Tag? Oh, der Tag ist ganz schön. Ja? Ja. Wie findest du den Stock? Oh, er ist ja noch schöner als der Baum des Jahres. Und jetzt ist er kaputt, der Stock. Wir haben heute einen Halloween-Tag. Wie findest du Halloween? Ich finde Halloween toll. ja, was habt ihr so früher an Halloween gemacht? Bist du da auch als was bist du gegangen? Einmal bin ich mit einer Art die bösen Sau, mit einem fetten Typen rausgegangen. Und ich hatte eine Maske auf und er war fett. Ich glaub, der Tag ist heute. Oh nein, diesmal sind zwei fett. Ich und, warte. Oh, der Kameramann! Genau der! Und als was verkleidest du dich? Als Fettsack! Ein Foto für die Zeitung. So. Komm, schneller, los! Wisst ihr was? Wir hatten letztens die Abschlusspräsentation an unserer Schule und das war ein Plakat davon. Schnauze! Hey, wie stehst du zu den Hühnchen hier? Lecker. Fress dich ruhig fett, du landest bei mir eh auf dem Teller. So, Tobi? Das hier ist ein Schild. Da werden Zahlen draufgeschrieben mit einer Druckmaschine, die den Hydranten anzeigen. Da müssten wir, ich kann leider nicht erkennen, sagen wir mal, das ist 3, 20 und 1. Guck, da hinten ist ein Gullideckel. Hatte ich recht? Ja. Mein neues Halloween-Kostüm ist... Da finde ich jetzt kein Adjektiv für, aber ich
bin auf jeden Fall bereit mit meiner Taucherbrille. Ich kann nicht durch die Nase einatmen. Gut, Leute, wir gehen jetzt genau da an der Tür hin. Der Tobi hat das hier drauf platziert. Nächstes Haus, neues Glück. Hallo. Süß oder saures? Ja, dann komm mal rein. Okay. Ja, gut. Danke schön. Viel Erfolg. Ja, danke. So, wir haben jetzt von der netten Dame da hinten etwas zu essen bekommen. Und das ist es. Es schmeckt. Schmeckt. Oh Mann. So, ihr dicken Hühner, wir gehen jetzt gleich in die Oma. Also da, wo wir normal immer bestellen, die meinen Namen falsch sagen. Oder essen wir ein bisschen Pizza. Wir haben schon relativ dunkel wegen der Zeitumstellung. Wir fahren die ganze Zeit Autos. Alle mit Diesel natürlich, darf man natürlich nicht. Happy Halloween! Kevin, wie findest du es hier? Oh, ich find's hier toll. Hier gibt's gutes Essen. Wie findest du die Bilder hier? Kunst. Kevin, wie findest du das Essen? Ganz lecker. Sieht, du hast doch gar nichts gegessen. Sieht ganz lecker aus, aber... Na guten Abend. Kevin, wie hat's dir geschmeckt? Ganz lecker, aber ich konnte es nicht mal fertig essen. Der Tobi hier hat erfolgreich gekrümelt. Der Tobi hat übrigens alles gedippt, was auf seinem Teller war. Tobi. Kerem. Ja. Guck, was da unten drin steht. Ein Toaster. Spooky, scary, Skeleton. Wie findest du das, Kerem? Toll. Was? Toll. Nochmal für die Fans. Toll. Knall. Kerem, wie fandest du es heute? Ganz toll. Ja, der Tobi, der ist jetzt fort. Also, die dicke Sau ist nicht mehr da. Ja. Ja. Jetzt sind wir frei. Ja, Party. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Der Kerem freut sich, dass er heute dabei sein konnte. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dicke Leute beim Essen zusehen. Gut. Ja. Willst du was sagen? Ciao. Pizza bitte.